Jan. Alles gut. MDR Sachsen-Anhalt, der exklusive Fan-Talk nach dem Spiel. Wenn es heute ein bisschen dunkler ist als üblicherweise und Sie bei Yannick ein paar Falten sehen, dann hat das damit zu tun, dass unser Scheinwerfer gerade kaputt gegangen ist. Aber wir kommen da durch, oder, Yannick? Wir begrüßen ganz recht herzlich in Zusammenarbeit mit dem SC Magdeburg nach den Spielen dann immer hier die Besten der Besten der Besten und heute den ausgeruhtesten Torhüter aller Zeiten. Hier ist Yannick Rehn. Ich habe gesagt, du bist heute der ausgeruhteste Torhüter aller Zeiten, weil du hast wie viele Minuten heute gespielt? Das Ding ist, man braucht ja gar nicht darüber rumulken, weil wenn Dario nicht so einen grandiosen Einstieg ins Spiel gefunden hätte oder so, hätte man ja nach 10 Minuten wahrscheinlich gewechselt, weil ihr ja ein gut funktionierendes Torhüter-Doppel seid, oder? Normalerweise ja. Also heute hat Dario ja überragend gespielt und dann war eigentlich kein Grund, dass er auf die Bank gehen sollte. Da konnte ich bleiben. Und wie ist das dann? Rufst du ihm dann weiter von der Bank irgendwie Wurfbilder zu oder Dinge, die ihr abgesprochen habt? Oder feuerst du ihn an? Oder sitzt du dann auch manchmal da und kommt ein bisschen Dampf aus den Ohren und dann sagst du, ich möchte aber heute auch noch? Ich möchte immer, aber... Spielen? Ja. Nee, es ist ja so, wenn er spielt, dann versuche ich so viel zu unterstützen, so wie möglich. Und das kann kleine Tipps sein, das kann einfach so keine Klatsch oder so ein Klatsch, wenn es nicht so gut läuft. Das kriege ich ja von dir auch öfter mal. Ja. Verdient. Was ruft man sich denn dazu? Also was geht denn da an Tipps? Das kann sein. Jetzt kommt er rein, denkt daran, was wir abgesprochen haben vor dem Spiel und oder einfach so weitermachen, es läuft ja gut. Und ja, das ist ein bisschen unterschiedlich, aber heute war ganz einfach, er hat das alleine gemacht. Wie ist denn das einzuschätzen? Was ist denn das jetzt für ein Sieg heute gewesen? Irgendwie, ich hatte so, zwischenzeitlich gab es so, ich glaube, um die 46er Minute herum, unser Licht ist wieder da. Hurra, die Falten sind weg. Wundern Sie sich nicht. Wir sehen auf einmal wieder so jung aus wie früher, also wie ganz früher. Wie ist denn der Sieg heute einzuschätzen? Es gab ein Five-Konzert, dann auf einmal wart ihr mit 3-4ern weg, dann gab es nochmal eine wackelige Aktion zum Schluss. Ja, so ist es bei uns im Moment. Also wir haben vielleicht nicht so viel Selbstvertrauen und das bedeutet, dass 5 Minuten können wir überragend spielen und dann machen wir ein paar Fehler, aber... So ist es manchmal im Handball und ja, ich fand, heute haben wir eigentlich sehr gut gekämpft durch das Spiel. Alles hat nicht geklappt, aber ja, danke. Aber wir haben trotzdem das ganze Spiel gekämpft und eigentlich auch verdient gewonnen. Was ganz wichtig ist, dass es ja heute erstmal eine sehr solide bis gute Abwehrleistung gab, oder? Ja, eigentlich. Also es hilft ja auch immer, wenn ein Torhüter gut hält. Und ja, das hat Dario heute gemacht und es ist ja so, dass Abwehr und Torwart hängen zusammen und die letzten paar Spiele haben wir Probleme damit gehabt, aber jetzt hoffentlich wird das jetzt besser. Hat hier gerade auch jemand beim Fan-Talk mir jemand zugehört, na, das war nicht solide. Es war eine entspannte Abwehrleistung, ist das in Ordnung für Sie? Auch nicht? Habt ihr körperlos gespielt, Yannick? Körperlos? Na, dann holen wir Tulpe und Hasan und dann kannst du mit dir reden. Das ist einfacher. Dann geht es einen körperlosen Talk. Es ist halt auch schwierig, aber dafür ist der Fan-Talk ja da. Die Spieler kommen direkt nach dem Spiel und das ist hoch anzurechnen wirklich her und hören sich dann auch alles an, was hier sehr nah und intensiv zugerufen wird. Und zumindest anhand der Tore kann man sagen, es war eine bessere Abwehrleistung als beim letzten Spiel. Einigen wir uns darauf. Genau, sagen wir so. Wie geht's dir momentan so in Magdeburg eigentlich? Ja, ist ja ganz gut. Ist ein bisschen kalt geworden, aber ja. Sagt der Däne? Ja, also in Dänemark ist immer so 10 Grad und grau und hier wechselt es so ein bisschen und das ist eigentlich schön. Ist auch ein bisschen wie die Zuschauer oder euer Handballspiel gerade. Es ist mal ganz schön und dann wieder und das innerhalb von 10 Minuten kann man ja ganz Tolles sehen und dann wieder durcheinander. Was heißt denn, ihr habt kein Selbstvertrauen? Kann man das irgendwie erklären? Nee, ich will nicht sagen, dass wir kein Selbstvertrauen haben, aber wir haben, ab und zu sind wir vielleicht ein bisschen so, wie sagt man, ja, gelähmt. Das Wort kenne ich nicht, aber gelähmt, sagen wir. Naja, also es ist so, wir wissen natürlich, dass wir sehr gute Handballer sind, aber dann manchmal kommt so ein Fehler und dann kommt so eine kleine Unsicherheit. Und ja, wenn man 10 Spiele nacheinander gewinnt, dann ist dann die Unsicherheit nicht da. Aber im Moment ist es so ein bisschen unsicher. Und was kann man da im Training so machen? Immer nur Fußball spielen, sich gegenseitig auskitzeln oder mal irgendwie nach dem Training weggehen? Oder was gibt es da für Tricks? Du bist ja auch schon eine Weile Profi. Ja. Klar. Nee, einfach weitermachen und ja, wir spielen ja überragend Handball im Training und das kommt ja auch irgendwann ins Spiel.
nehmen wir es einfach mal ein bisschen fröhlich und ich nehme bitte auch ein bisschen Lockerheit reinzubringen bei den Fans, die ein bisschen strenger sind, weil sie gemerkt haben, wir müssen einfach nur im Training vorbeigucken, da sehen wir durchgehend Spitzenhandball. Und das Gute ist, ich glaube, da kosten die Karten nicht mal irgendwas. Da kann man so, haben wir einfach einen Spaß gehabt. Was machst du denn eigentlich jetzt so in der Weihnachtszeit? Das ist für Handballer ja auch ziemlich blöd, oder? Weil ihr ständig spielen müsst und wegfahrt und alles Mögliche. Ja, ich habe es meiner Familie gesagt, ich bleibe in die Halle und dann können die Weihnachten zu Hause feiern. Alleine. Auf jeden Fall gut für dein Gewicht. Ja, es ist super. Ne, sag ich ja, es ist super und bleibt so. Ja, das stimmt. Habe ich gerade einen bunten Punkt angesprochen? Nee, ich finde es, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ja. Das ist großartig. Also ist einer meiner besseren Tage, möchte ich mal sagen. Yannick Green steht neben einem und sagt, also heute fühle ich mich ein bisschen hübsch. Das war sehr, sehr schön. Wie ist denn die Reise jetzt nach Ungarn einzuschätzen? Oh, das wird viel Spaß. Freuen wir uns richtig drauf. Weil das ist immer so was Besonderes. Also du hast ja den Alltag mit Bundesligaspielen und so. Und jetzt fahren wir nach ein anderes Land zusammen. Und als Mannschaft ist das sehr gut. Dann erleben wir auch ein bisschen. Und ja, mal sehen, was da los ist. Ich finde, das ist ein exzellenter Abschluss und auch ein positiver Blick auf dieses Spiel, weil viele von uns sind ja auch so ein bisschen wackelig und sagen, oh, 5 Tore Vorsprung und dann weiß man nicht, was einen da in Ungarn erwartet und so. Aber wenn man sagt als Spieler, das wird viel Spaß, wir als Mannschaft fahren dahin, haben gute Impulse und gute Energie, dann glaube ich, kommen die Jungs wieder und sind dann auch auf jeden Fall weiter mit einem Sieg, wahrscheinlich sogar auswärts. Vielen Dank, Yannick Green. Auf jeden Fall bestell der Mannschaft einen guten Trip nach Ungarn. Und dann gibt es jetzt die Chance, auf jeden Fall Autogramme mit sich noch zu holen und auch Fotos. Und für Sie die Möglichkeit, noch ein paar der wenigen Tickets für die Spiele vor Weihnachten hier zu besorgen, damit die Halle noch voller wird und immer voller wird. Weil eine Konstante gibt es in dieser Saison, wie in jeder Saison eigentlich beim SC Magdeburg. Und das ist das Publikum. Vielen Dank an dieser Stelle für die Energie auch dieses Mal. Willst du eigentlich was trinken?